Es stehen ja auch Lohnverhandlungen wieder an. Also spätestens im Herbst wird sowieso wieder hitzig verhandelt werden. Die ÖVP warnte ja zum Beispiel davor, dass man die Löhne zu stark erhöht, weil das dann wiederum eine Lohnpreisspirale auslösen könnte. Was wäre denn sinnvoll? Was soll man denn bei den anstehenden Verhandlungen beachten? Also ich sehe keine Gefahr einer Lohnpreisspirale, weil die Preise im Moment ja steigen, nicht weil die Löhne steigen, sondern weil die Produktionskosten gestiegen sind. Also eigentlich befinden wir uns in einer Preis-Lohn-Spirale und insofern sehe ich die Gefahr einer Lohnpreisspirale überhaupt nicht. Was wir für den Herbst zu erwarten haben, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich bei den Lohnverhandlungen darum geht, keine Reallohnverluste rauszuverhandeln, sondern die Teuerung tatsächlich abzufangen. Das heißt, Lohnabschlüsse, die den Teuerungsausgleich garantieren und im besten Fall auch noch ein Stück der Produktivität für die Lohnabschlüsse eingehen werden. Braucht es eigentlich auch betriebliche Hilfen, Hilfen für Unternehmen, um diese Steigerungen abzufangen? Im Bereich der Energiepreise gibt es ja etwas vom zweiten Paket, gibt es ein paar Maßnahmen. An und für sich ist mein Zugang im ersten Schritt eben die besonders vulnerablen Gruppen der Bevölkerung hier zu stützen.